Schlafgutaste.com für 2009. Und jetzt gibt es von Edeka den Schlemmerlachs. Das ist Wildlachsfilet mit Spinat, Edamer, Gorgonzola-Auflage. Genau, praktische Aluschale. Genau, ich mache es auch in den Backofen. Ich glaube, es gibt auch keinen anderen Weg, das zu machen, oder? Ah, Mikrowelle mit Grillfunktion, kann man auch machen. Nun gut, Backofen, das ist dann die urste Verschwendung. Denn es muss 40 Minuten lang. Genau, aber sei es drum. Eiweißwert ist super, 13,1, Zucker 1,3 und kaum Fett. Ja, der Panda-Bär ist auch mit dabei. Ja, Nordostpazifik. Genau. Das soll man auf alle Fälle abmachen, die Folie. Schön grün, oder? Was sagt ihr? Genau, ich zeige das am besten nochmal im rohen Zustand, weil dann gebraten wird es ein bisschen anders aussehen. Ja. Also, sieht auf alle Fälle aus, wie Lachs aussehen muss. Und zum Ofen. So, da sind wir beim Ofen. Ja, ich mache immer Umluft 200 Grad. Nicht vorheizen. Und ihr müsst mir glauben, ich habe wirklich geputzt hier. Aber ich kriege den Dreck nicht ab. Ja, muss ich mir vielleicht, ja, was empfehlt ihr, was ist das beste Putzmittel für sowas? Gut. So, die Zeit ist um, es sollte mehr oder weniger fertig sein. Ja, wo ist die Lampe? Ja, das ist glaube ich Lampe. Mal einen Blick drauf. Ja, so muss es sein. Und raus damit. Ja, es duftet wirklich wunderbar. Ich mag das, wenn das so ein bisschen angebrannt ist. Das ist genau der richtige Moment. Wenn es fertig ist, würde ich auch sagen. Wie seht ihr das? Ja, ich lese. Meine Fragen bringen tatsächlich was. Ich kriege manchmal sogar Antworten. Und zum Beispiel stand neulich bei so einem Fleischersatzprodukt. Sorry, wenn ich jetzt die Namen von euch vergessen habe. Stand erst da Soja, hat einer geschrieben, Soja zerstört den Magen. Und daraufhin hat jemand anders geantwortet. Aber die Japaner haben die höchste Lebenserwartung und essen das nur. So, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ich bin hier kein Medizinblog, ich führe keine Studien. Genau, jetzt werde ich das essen. Sieht echt lecker aus. Ja. Der Käse hat schon ganz schön verbrannt hier. Im Vergleich zum Serviervorschlag sieht es schon etwas anders aus. Ich muss mir überlegen, was ich jetzt mache. Ich gebe es wen. Ist wirklich schön. Also Lachs. Also solche Fischdinger mag ich sowieso. Auch super Eiweißquelle. Ja. Für alle Sportler ist das auch was. Ich habe gerade an meine Pinnwand geguckt mit den Kassenzetteln. Ja, habe ich leider nicht den Preis. Wenn irgendjemand den Preis kennt, sagt mal bitte. Ich glaube, das Zeug, also solche Gerichte sind etwas teurer. Ja, Mensch, Preise. Immer wollen meine Zuschauer, in den Kommentaren gibt es richtig Leute, die machen Terror wegen Preisen. Egal, was das kostet. Hauptsache, es schmeckt. Schmeckt wirklich gut. Kann man wirklich auch das Spinat schön, richtig. Ja. Ja. Wenn man genau hinschmeckt, schmeckt man auch ein bisschen Gorgonzola. Stimmt sogar. So, this was now Salmon. Yeah, the delicious Salmon. And it's salmon with a spinach topping and also cheese. And it's two cheeses, it's the Edam and the
Gorgonzola. So, here's the seals. The fishing seal and the panda bear seal. So, yeah, no panda bears inside. Very good. Alright, what do we got here? And nutrition on this one is excellent. You get 13% protein with only 1.3 sugar and 5.2 fat. So it's just excellent. Yeah, there's two ways to do it, in the oven or in the microwave. Yeah. But not really, you need like a grill, a heating, orthodox heating inside your microwave. Alright. And the actual species of the salmon is the Oncorhynchus gorbusha. Alright. So, it's excellent. It's just fine. I like it like I did it. Slightly burnt on the topping. It's really burnt. But I like it this way. Yeah, nice spinach flavor. Excellent salmon flavor. Just great. Makes a great junk food. Very quick. This is important in junk food. It has to be quick. Yeah. Well, it's not quick. It's 40 minutes in the oven. But it's like no effort at all. Just doing something from the package. Opening the oven. Doing it in. Opening the oven again. Eating. Yeah. That is really what I appreciate. This is my lifestyle. Alright, do you like salmon dishes? What's your favorite one? It's of course frozen food here, and thanks for watching.